Ich bin Jeanette Chung. Willkommen zu Neuwaben am Abend, einer neuen Sendung, die Ihnen Bienen vorstellt, die mit ihrem vorbestimmten Platz im Leben nicht zufrieden sind und nun kämpfen, um ihr Schicksal zu ändern. Diese Sendung ist vor allem deshalb neu, weil, es noch nie eine Biene zuvor gemacht hat. Bis jetzt. Hier ist die Biene, die die Welt der Insekten und der Menschen zusammengeführt hat. Er hat unsere Herzen und unsere Giftdrüsen berührt. Barry B. Benson. Sehr angenehm. Du bist kleiner, als du im Fernsehen aussiehst. Die Kamera macht 5 mm größer. Dein Gesicht ist überall, Barry. Auf T-Shirts, Postern, Büchern und auf Tassen. Es gibt sogar ein Videospiel. Das Videospiel kenne ich nicht. Das ist herausfordernd und unterhaltsam. Sag uns, wo deine Heldenreise begonnen hat. Nun, davon abgesehen, wie man sich bei der Geburt aus einem Wachskokon herausarbeiten musste, ist die Uni eine der größten Herausforderungen für eine junge Biene. Ja, ich erinnere mich. Ich war auf der BU. Ach wirklich? Ich auch! Nun... Es ist wirklich die beste Schule. BU ist toll. Wie auch immer, für mich hat alles am Tag nach meinem Abschluss angefangen. Ich habe echt versucht, klarzukommen. Verstehe. Bring uns zurück, Barry. Zurück an diesen ersten Tag. Lass laufen, Hal. Tschüss, Mom. Tschüss, Dad. Ich muss los. Was? Kein Frühstück? Nein, Ma, ich möchte nicht zu spät kommen. Ich kann kaum glauben, dass der Tag da ist. Mein Junge fängt an, bei Honex zu arbeiten. Warte, bis die Damen im Nagelstudio hören, dass mein Barry an der BU mit glatten Zweien abgeschlossen hat. Keiner ihrer Söhne hat mit glatten Zweien abgeschlossen. Jetzt geh dorthin und zeige allen, dass du ein echter Benson bist. Tu das nicht! Dein Vater ist nicht im Guten gegangen. Zum millionsten Mal, Janet. Ich habe diese Post-its nicht geklaut. Tschüss, Leute. Oh, Martin, kannst du bitte aufhören? Was soll ich denn mit Kisten über Kisten voller Post-its? Hallo, ich bin hier mit Barry B. Benson. Das war einfach umwerfend, Janet. Es war, als ob man selbst dort wäre. Wir strahlen in BHD aus. Es hat doppelt so viele Streifen wie BTV. Wow, doppelt so viele Streifen. Nur um uns und den Zuschauern ein besseres Bild zu verschaffen, warst du zuvor schon mal außerhalb des Bienenstocks? Oh nein. Was ist passiert? Wie kam es zu diesem ersten Tag da draußen? Nun, im Leben jeder Biene gibt es einen Punkt, an dem man sich fragt, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Gibt es noch mehr? Du hattest einen Reiz? Naja, ob es wirklich ein Reiz war. Es gab da definitiv ein Kribbeln, fast schon ein Wunsch, aber trotzdem noch kein Verlangen. Ein Verlangen? Ein Verlangen hat dich alles riskieren lassen, um mit der Pollencrew zu fliegen? Wunsch, Verlangen. Weißt du, ich habe gehört, dass es alles als Mutprobe angefangen hat. Wirklich? Eine Mutprobe? Warum erzählen wir den Zuschauern nicht etwas über die Welt draußen? Bitte, erzähl uns, was du am ersten Tag gesehen hast. Es heißt, dass schon der bloße Anblick der Außenwelt eine Biene in den Wahnsinn treiben kann. Oh, das ist bloß eine alte Wespengeschichte. Aber es ist groß und laut. Und an jeder Ecke lauern Gefahren. Und von dem Regen will ich erst gar nicht reden. Wirklich Regen? Strömender Regen, total verrückt.
und wilde Tiere und monstermäßige Autos und Menschen. Menschen, soweit das Auge reicht. Aber abgesehen davon, nun, ich zeige es Ihnen mal. Hell, können Sie es abspielen? Danke. Ich bleib lieber bei der Mutprobe. Wirklich? Wieso? So steht's hier. Oh. Zuhören, Jungs. Wir haben eine tolle Mission bekommen und sie muss auf der Stelle erledigt werden. Oh. Die Rekrutierungsrichtlinien werden auch immer lascher. Wie heißt du, Vince Käfer? Barry B. Benson, Sir. Er gehört zu uns, Lou. Wir werden ihn im Auge behalten. In Ordnung. Gehen wir die Grundlagen nochmal durch. Wir haben für heute eine Regenwarnung. Und egal, was ein paar Heißsporne von euch denken, Bienen können nicht bei Regen fliegen. Denkt immer daran, Hunde, Vögel, Frösche, Hockeyschläger, Tennisschläger, Besen und Zeitungen sind nicht eure Freunde. Au! Oh, und niemand redet mit Menschen. Macht mich stolz, Jungs. Prügelt diese Petunien, ihr gestreiften Trottel. Quetscht diese Blumen aus. Start! Oh. Wir nehmen jetzt eine kleine Abkürzung über den Teich. Passt auf Frösche auf, Jungs. Diese Zungen garantieren für erstklassige Snacks. Wow, was für eine Aussicht! Erbärmlich. Machst du Witze? Das ist so schön wie im Film. Es sieht gar nicht echt aus. Ich meinte dich! Du willst zur Pollencrew gehören? Wo ist dann dein Bestäuber? Wie willst du die Pollen einsammeln, du Genie? In deine Taschen stopfen? Tut mir leid. Weißt du, wo ich vielleicht... Da! Jetzt bist du eine echte Biene. Wow, das Teil ist schwerer, als es aussieht. Wenn du deinen Job gut erledigen willst, wird es noch schwerer. Toll. Gut, das war genug für heute. Sonst platzt noch dein Kopf. Bestäube noch ein paar Blumen, Neuling. Und pass auf diese fiesen Libellen auf. Puh, ich bin platt. Jetzt schon? Du hast ja noch gar nichts gesehen. Es gibt Ärger. An die Pollencrew. Libellen sind in den Luftraum eingedrungen. Na los, folge mir. Zeit für etwas Action. Wow, du bist ein Naturtalent. Folge mir. Ich wusste nicht, dass das weite, blaue da oben so anstrengend ist. Muss Luft holen. Sieht nach einem guten Landeplatz aus. Sehr gelb. Sanfte Landung. Vorsicht, das ist nicht ungefährlich. Hey Leute, ich hab's geschafft. Hey, Neuer. Du weißt nicht, mit was du es da zu tun hast. Oh. Muss nur mal eben den alten Motor aufladen. Barry, ich und viele weitere ähnlich gut aussehende und intelligente Bienen wollen Folgendes wissen. Was ist so besonders an den Menschen? Für ihre Spezies sind sie schon ganz in Ordnung. Du magst also Menschen? Die, die nicht versuchen, dich unter ihrem Stiefel zu breit zu stampfen. Was ist mit dieser Frau Vanessa? Du scheinst dich hier sehr verbunden zu fühlen. Dein Handy? Nein, ich bin lautlos. Was? Kann ich bitte einen neuen Kopfhörer haben? Das ist live, Leute! Schluss mit dem Amateurquatsch! Irgendwer wird das ausbaden! Wo waren wir? Ja, richtig. Vanessa. Erzähl uns von ihr, Barry. Wir sind Freunde. Gute Freunde. Oh! Autsch! Oh nein, nicht der Regen! Das sieht wie ein guter Rastplatz aus. Dank dem Himmel. Bleib weg vom Licht! Ich wiederhole, geh nicht zum Licht!
muss in das Licht gehen. Hey, das ist nicht das Licht am Ende des Tunnels. Das ist ein Überschallzug, der dich überfahren wird. Raus da, Junge! Nicht mehr, will nach Hause gehen. Mann, und ich dachte, Raupen wären behaart. Sie sind nicht gefälscht, sie sind synthetisch. Ihr Glanz ist echt. Das und das Geld, welches man spart, wenn man sich nicht die echten kauft. Sie wurden von der NASA entwickelt. Für die Frauen der Astronauten. Und keiner kennt den Unterschied? Naja, ein Juwelier bestimmt. Was? Willst du damit sagen, dass du jetzt plötzlich Juwelier bist? Nein, Ken. Ich sage nicht, dass ich ein Juwelier bin. Ich muss hier raus. Was? Vielleicht diesmal, vielleicht diesmal, vielleicht diesmal, vielleicht diesmal, vielleicht diesmal. Das ist ja diabolisch. Aha, da ist die Sonne. Vielleicht komme ich da lang raus. Bin gleich wieder da. Wir haben keinen Kaffee mehr. Braucht noch jemand was? Nur dich in meinen Armen, meine Liebste. Alles klar. Nein, danke. Mir geht's gut. Ich erinnere mich nicht daran, dass 75 auf der Sonne stand. Und wenn er aus der Fassung fällt, wird er innerhalb der ersten 17 Monate kostenlos ersetzt. 17? Halt! Stehen bleiben! Biene! Bleib zurück! Das sind Winterstiefel. Diese Stiefel wurden zum Stampfen gemacht. Alle ausschwärmen und die Umgebung durchsuchen. Du bewachst das Wohnzimmer. Du, Esszimmer. Du, Juwelier. Was? Ken, ich hab dir gesagt, ich bin kein... Was auch immer. Du bewachst die Küche. Zerquetscht alles, was Streifen hat. Und denk dran, ein einziger Stich könnte tödlich sein. Was macht ihr denn alle hier? Da ist eine Biene im Apartment. Warum kooperierst du nicht und lässt dich zertrampeln? Ken, was soll denn das? Er ist nur eine harmlose, wehrlose Biene. Wehrlos? Es ist eine Biene. Du weißt, dass ich allergisch bin. Bitte sehr, kleiner Freund. Hypothek, das sage ich dir. Du musst etwas Verantwortung übernehmen. Steh auf, sei ein Mann. Was dein Vater sagen will, mein Schatz. Das musst du nicht übersetzen. Ich spreche perfektes Hochbenisch, oder? Wir wollen nur das Beste für dich. Nein, tun wir nicht. Wir wollen, dass du dir einen Job suchst, heiratest und ausziehst. Mir gefällt's hier, Barry. Ist schön, einfach nur draußen zu sitzen und abzuhängen, weißt du? Bienen hängen nicht ab. Wir sind zielorientiert. Na, dann sollte Abhängen wohl dein Ziel sein. Als Floristin hast du nicht viel Zeit dafür, oder? Kommt mir gar nicht vor wie Arbeit. Manchmal fühle ich mich richtig mies, weil sie mich dafür bezahlen, was zu tun, was mir Spaß macht. Den ganzen Tag umgeben von solcher Schönheit. Oh, der hier müsste aufgepäppelt werden. Aufpäppeln? Kommt sofort. Oh, Barry. Es ist so schön hier draußen. Das verdient etwas Besonderes. Achtung, Achtung! Alle verfügbaren Einheiten! Der Bienenstock wird angegriffen! Wespentruppen greifen an! Wir brauchen Unterstützung! Ich muss los. Vanessa? Van, wo bist du? Oh, Barry, du warst fantastisch. Du hast mich echt inspiriert, Barry. Sieh mal. Vanessa, du fliegst ja. Oh. Oh, das war ein Traum. Ein schrecklicher, schrecklicher, ziemlich pubertärer Traum. Was für ein Albtraum. Da sind wir wieder. Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, dass die Menschen unseren Honig stehlen? Verletzt, verraten, wütend, am Boden zerstört. Nervös, ambivalent, erbost, verärgert. Die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite A bis Z? Von A bis Z, wenigstens bis W. Und wann hast du beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen? Ich weiß nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war. Es war Instinkt, ich war ein Krieger. Ich meine, mit dem Stachel soll man nicht nur Handschuhe stricken, oder? Handschuhe? Menschen tragen sie an ihren Händen, wenn es draußen kalt ist.
Habe ich erwähnt, wie kalt es außerhalb des Bienenstocks ist? Wie auch immer. Wo war ich? Der Honig. Richtig. Nun musste ich herausfinden, wo die Menschen ihn herbekamen. Ich hatte eine Spur, der ich gefolgt bin. Schritt für Schritt. Ich habe jeden Stein umgedreht. Ist das nicht eher etwas für Ameisen? Bildlich gesprochen. Muchas gracias. Nur Honig, was? Wer beliefert euch? Haha, en garde. Mach dich auf den Stich gefasst, amigo. Oh. Ein leicht rauchiger Geschmack. Wo bin ich? Ich muss mit dem Rauchen aufhören. Ich meine, mit dem Ausräuchern lassen. Ganz ruhig, Junge. Du bist in Sicherheit. Tief einatmen. Onkel Howard, Tante Fran, sind Sie... tot? Nein, noch am Schlafen. Wir sind nur Frühaufsteher. Waren wir schon immer. Wir sind die B-Mans. Von 217, gleich nebenan. Ich bin Harry und das ist Irene. Wir spielen jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag Karten mit deiner Tante und deinem Onkel. Moment, was ist dir passiert? Nun, dein Onkel wollte mit einem Paar Zweier blöffen. Nein, ich meine danach. So viele Fragen. Weißt du, was du brauchst? Ein schönes, warmes Glas Honig. Oh, tut mir leid, Kleiner. Anscheinend ist er alle. Der Honig ist alle? Wie kann der Honig alle sein? Das kommt vor, Barry. Wir machen einfach noch mehr. Das ist, was wir hier machen. Wir machen Honig. Dann kommt der mysteriöse weiße Rauch. Haut uns alle um. Nicht so ungut. Aber hältst du es nicht auch für seltsam, dass dich jemand umhaut und dir den ganzen Honig klaut? Entschuldigung, danke. Ich muss wirklich los. Wir sagen deiner Tante und deinem Onkel, dass du hier warst. Du kannst jederzeit wiederkommen, Barry. Fühl dich wie zu Hause. Wenn sich Adam nicht davon überzeugen lässt, dass ein Wespenschwarm hierher unterwegs ist, was dann? Wespen! Nicht schießen, bis ihr das hexagonale Muster ihrer Augen seht. Was für eine unerwartete, aber erschreckende und vielleicht tödliche Entwicklung! Kein Gedränge! Es ist genug Rauch für alle da! Na los, meine Süßen, es ist Zeit für die Ernte! Rauch hier! Holt euch hier euren Rauch! Wir kommen zurück! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen! Wir haben noch nicht angefangen zu kämpfen! Rückzug! Was war das für ein Typ? Der war ja wie von Sinnen mit seinem Rauch! Das ist Freddy, er ist der Bienenzüchter! Bienenzüchter? Er züchtet Bienen? Er beherrscht den Bienengarten. Jemand muss ihn ausschalten. Wir sind dabei. Was ist dein Plan? Mein Plan? Ich meinte jemand anderen. Jemanden, den Wasserrauch nicht gleich umhaut. Aber sieh dich um. Wir brauchen deine Hilfe. Nur du und ich, Smokey. Wo Rauch ist, ist auch Freddy. Ich liebe Bienen und Rauch. Bienen und Rauch. Also rauchte Zarathustra. Alles klar, Leute. Bin dabei. Schlaf, Bienchen, schlaf! Dein Facettenäuglein wird ganz trüb! Oh, hallo, kleine Vögel! Hey, riecht ihr auch Rauch?
Hurra, hurra! Das ist es, Barry! Wir haben es ihm gezeigt! Zeit, es allen anderen zu zeigen. Barry, du hast herausgefunden, dass die Menschen unseren Honig stehlen und du wurdest der Königin vorgeführt. War sie hübsch? Ich denke ja. Ich musste eine Menge Verbeugung machen, also habe ich nicht viel gesehen. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Königin und ich beste Freundinnen werden würden, wenn wir uns mal privat begegnen sollten. Klar, warum nicht? Stellst du mich hier vor? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das recht ist. Ich kenne sie ja kaum. Wir haben uns ja nur getroffen, weil ich das Bienengesetz gebrochen habe. Nun, wir hatten da ja kein Kaffeekränzchen. Es war eher eine Art Gerichtsverhandlung. Die drohende Hinrichtung schwebte über mir. Du sagst also nein. Okay, wie dem auch sei. Da war ich also ein Mitglied der Pollencrew. Hal, bitte. Ich spreche hier mit Barry B. Benson, der Biene, die die Menschen auf Diebstahl unseres Honigs verklagt hat. Magst du das Gesetz, Barry? Ja, für eine Biene bedeutet Gerechtigkeit meistens, dass man jemanden stechen muss. Was ist mit Mr. Montgomery? Wie ist er so? Oh, er? Er ist der Schlimmste, ein Widerling der übelsten Sorte. Warum sagst du das? Wegen all der schlechten Dinge, die er gemacht hat. Wissen Sie, viele Leute wissen von der Honigkrise, aber nicht alle wissen von der Verschwörung, die hinter den Kulissen läuft. Hast du Verschwörung gesagt? Ich sagte Verschwörung. Oh, natürlich war es nicht genug, dass die Menschen unseren Honig stahlen. Sie hatten etwas viel Schlimmeres vor. Und Montgomery gehörte zum weichen, schmierigen Kern. Deshalb brauchte ich Beweise. Wirklich? Nun, das ist die Art von seriösem, hartnäckigem Journalismus, zu der ich geboren wurde. Was war das? Nichts. Wo war ich? Ruchlose Verschwörung von epischen Ausmaßen. Oh, ich habe nicht gesagt. Bitte, Barry, fahr fort. Erzähl uns mehr. Oh! Monsieur Montgomery, ich entschuldige mich vielmals. Oh, das ist schon gut. Bitte, lassen Sie mich Ihnen einen anderen Tisch zeigen, einen, der Ihnen erst zusagte. Also sagen Sie mir, wie läuft alles? Nun gut, wir hatten erst kürzlich einen Durchbruch, den Sie sich ansehen sollten. Hervorragend. Ja, Sir, das höre ich gerne. Ich sagte doch, dass diese Idee Potenzial hat. Und wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, halten Sie und ich bald die Schlüssel zum Honigreich in der Hand. Aber was ist mit der Biene? Ach ja, die Biene. Nun, ich würde mir nicht zu viele Gedanken um ihn machen. Ich denke, dass dieser Mr. Benson und seine gesamte verdammte Art bald die Flügel strecken wird. Wir haben noch einiges vor. Wie können Sie da so sicher sein? Erstens, sage ich Ihnen jetzt, dass ich mit dem, was ich in meinem Büro habe, diesen Fall schließen kann, ehe er zu einem Problem wird. Ja, Sir. Und was den Rest angeht, sagen wir einfach, dass ich mich mit diesen Dingen auskenne. Ich nehme an, es ist an einem sicheren Ort. Mein lieber Freund, wofür halten Sie mich? Es ist in meinem Safe, in meinem Privatzimmer. Ich und zwei meiner vertrauenswürdigsten Partner haben die drei Teile des Zugangscodes, der sich ständig ändert. Sie müssen jedes Mal Ihre Computer benutzen, wenn Sie ihn verwenden wollen. Also kann ich jeden einzelnen Schritt überprüfen. Nun, warum überlassen Sie das nicht alles mir? Weine nicht, wenn der Regen fällt. Was hat dich aufgehalten? Der Verkehr war mörderisch. Im Ernst, der Verkehr hat versucht, mich umzubringen. Ich bin Janet Chung. Bleiben Sie bei mir, während ich mit Barry B. Benson rede. Heute Nacht erzählt er uns alles über die Honigkrise. Die ganze Action. Die Intrige. Die gesetzlose Hemmungslosigkeit. Heute präsentiere ich Ihnen den Insider-Bericht zum Insider-Bericht. Gleich hier, jetzt sofort. Ich bin Janet Chung. Und da sind wir wieder, Barry, ich... Was war das? Was? Das ganze Konspirationsgedöns. Ich meine, gesetzlose Hemmungslosigkeit? Es geht um Einschaltquoten. Aber ich habe das Zeug für heute Abend noch nicht mal erwähnt. Woher haben Sie das? Das ist die Magie des Fernsehens. Zurück zu deiner Geschichte.
Barry, erklär doch bitte der durchschnittlichen Legebiene die rechtliche Lage. Tja, die Sache mit den Menschen ist, dass sie eine Menge, und ich meine eine Menge Gesetze haben. Bienen haben nur 6 Gesetze. 7, wenn man samstags keinen Honig mitzählt. Das zählen nur orthodoxe Bienen. Genau, man musste also eine Menge juristischer Fallen umgehen. Meinst du dieses Klebeband, das die Menschen von Decken hängen lassen, um Bienen zu töten? Ich meinte bildliche Fallen, auch wenn das Zeug wirklich bestialisch ist. Also, wie ging es weiter? Nun, während sich das Verfahren hochschaukelte, wurden meine Untersuchungen richtig wild. Konspiration! Ja, fahr bitte fort. Oh Mann. Ich muss da rein. Barry, sie suchen nach dir. Ich kann mich vielleicht um die Empfangsdame kümmern, aber du musst dir selbst einen Weg hineinsuchen. Und was bitte soll dieses Kostüm? Das ist meine Tarnung. Schlau, findest du nicht? Barry, das ist eine Fliege. Ich weiß. Perfekt. Wir gehen. Notiz an mich. Sachen vor 6 Uhr aus der Reinigung holen. Aussage für den Luko-Fall zusammenstellen. Oh ja! Und daran denken, die sterblichen Überreste von Barry B. Benson aus meinem Safe zu räumen. Anscheinend war er dumm genug, in meine Falle zu tappen. Jetzt verliert er nicht nur den Fall, sondern scheidet auch für immer aus diesem Spiel aus. Notiz an mich. An Eier, Milch und Honig denken. Sollen wir es auf die sanfte oder auf die harte Tour hinter uns bringen? Was ist die sanfte Tour? Bei der sanften Tour würden wir dich nur verprügeln, in Stücke reißen und deine Überreste an eine Katze verfüttern. Puh, was ist die harte Tour? Nun, so langsam tendiere ich zu der mittelharten Variante. Mittelhart? Wohl eher mittelalterlich. Redest du mit mir? Ja, das machen Sie gut, Boss. Redest du mit... Hey! Gibt's da drin viel Gelb? Denn wir könnten es mit Gänseblümchen versuchen oder Osterglocken. Einfach herrlich. Kann ich mal sehen? Wer soll ihm diese Blumen geschickt haben? Seine Frau. Er ist nicht verheiratet. Mutter. Wissen Sie was? Ich glaube, ich überrasche ihn einfach. Tschüss, danke. Ken, Ken, hey, Ken, hier entlang, lächeln, genau hier drüben. Lasst mich in Ruhe, ihr Geier. Verschwindet, bevor ich euch in den Hintern trete. So, Barry, wie passt Ken in dieses Bild? Das tut er eigentlich gar nicht. Er ist völlig unwichtig, kaum erwähnenswert. Ich meine, ich erinnere mich kaum noch an seinen Namen. War es Ben oder Len oder sowas in der Art? Oh nein, ist er das? Es tut mir leid, Ken. Nein, nicht die italienische Vogue. Mama! Nur ein kleines Wabenbeben. Ich wusste es. War mal fällig. Du, Ken und Vanessa. So, war das eine Dreiecksbeziehung? Oh nein, ich bin eine Biene und sie ist ein Mensch. Ken ist ein Mensch. Kaum. Also kein Dreieck. Wie wäre es mit einer Raute? Vielleicht ein Trapez? Können wir das Thema wechseln? Was ist denn los, Barry? Hat das Gerede über diese Dreiecksbeziehung dich aus der Fassung gebracht? Dreieck, Fassung. Na, wie war ich? Haben wir das auch auf Band? Das wird sicher für den Emmy nominiert. Habt ihr gesehen, wie ich diesen Wortwitz gemacht habe? Glaubst du, ich weiß nicht, was du vorhast? Entschuldigung? Du willst mir mein Mädchen ausspannen. Oh, Junge, nur rumhängen. Was ist da in deiner Hand? Die italienische Vogue. Mama mia, das sind viele Seiten. Jede Menge Anzeigen. Denk daran, was Van gesagt hat. Warum ist dein Leben mehr wert als meins? Haha, genau daran kann ich mich erinnern. Action! Warum regeln wir das nicht wie kolonialisierte Insekten? Sicher. Ich gebe einen aus.
Oh nein, Liquanet mit Superkleister. Die Frauen lieben das überall. Richtig gehört, Bienchen. Du wirst heute einen ganz miesen Tag haben. Ken, was soll denn das? Nichts. Du steckst in großen Schwierigkeiten, Kollege. Und ich danke euch für diese Ehre. Ich werde euch nie vergessen. Ihr mögt mich wirklich. Entschuldigen Sie. Können wir bitte zurück zur Geschichte? Jetzt wird's nämlich interessant. Interessant? Ich bin ganz Ohr. Okay, haben Sie jemals von der Operation Simsim gehört? Simsim? Simsim. Nein. Nun, das überrascht mich nicht. Simsim war der Codename für den Plan, den Montgomery während der Honigkrise ausgeheckt hat. Mit einem Namen wie Simsim? Das ist lächerlich. Nehmen wir ein paar Anrufe entgegen. Mal sehen, wer sonst noch von dieser Operation Simsim weiß. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 1-800... Einen Moment, stellen Sie jetzt keine Anrufer durch. Sehen Sie, wenn Sie jetzt Anrufer durchstellen, erzähle ich nichts mehr über Simsim. Barry, ich suche die Wahrheit. Die Wahrheit. Deshalb möchte ich, dass mein Publikum alle Fakten kennt. Du hast zum Beispiel als kleine Larve in deinen Kokon gemacht, oder nicht? Wie haben Sie... Hi, Barry! Vielen Dank, dass wir in der Sendung sein dürfen, Frau Chung. Wir sind sehr stolz auf Barry. Das da ist mein Sohn. Er sollte ein Aufrührer werden, wie sein Vater, wissen Sie? Hör auf! Du bringst ihn in Verlegenheit. Er wollte nie ein Aufrührer sein. Sie haben keine Freunde, oder? Nicht einen. Okay, ich erzähle Ihnen von Simsim. Ist das das Neueste von Operation SMSM? Simsim. Jawohl, Sir. Machen Sie etwa Witze? Nein, Sir. Das heißt Simsim. Halten Sie das unter Verschluss und einem Lasergitter. Laser? Was ist das für ein Geruch? Das riecht ja köstlich. Es ist Honig. Oh, wie ich den Geschmack von dem süßen Zeug vermisst habe. Einmal lecken bringt niemanden um. Ah, pf, wie eklig. Es sieht aus wie Honig, aber es schmeckt nach Sesamsamen. Operation Simsim. Simsim. Sesamsamen! Pfui, ich muss diesen Sesamgeschmack loswerden. Schön, schön, seht her, Leute. Unser kleiner Bienenjunge ist hier, um zu bezahlen. Ja, bezahlen. Erstens, Bienen schlafen nicht. Zweitens, ist das wirklich das Beste, was ihr tun konntet? Und drittens, hat einer von euch vielleicht Kaugummi? Ich krieg den Geschmack von Sesam einfach nicht aus dem Mund. Ja, das ist der Plan. Don Montgomery wird die weltweiten Honigbestände in dieses Zeug verwandeln. Sieht aus wie Honig, fühlt sich an wie Honig und es riecht sogar wie Honig. Aber es schmeckt wie Sesamsamen. Oh, der Horror, der Horror. Mit wie vielen Löffeln Honig trinke ich meinen Tee? Drei. Genau. Merk's dir fürs nächste Mal. Psst. Jeanette, wir sind auf Sendung. Was? Wir sind auf Sendung. Oh. Also, Barry, wie hast du die Menschen besiegt? Tja, ich habe die Menschen nicht besiegt. Ich habe einen kleinen juristischen Sieg errungen, der eine Multimillion-Geldstrafe hinter sich hergezogen hat, ihre Honigindustrie in den Ruin getrieben und die Bienen wieder an die Spitze der Honigkette gesetzt hat. Interessant. Lass mich die Frage weiterreichen. Adam, wie fühlte es sich an? Hallo? Hi, Kumpel. Adam, wie war das Gefühl, sich gegen Mr. Montgomery zur Wehr zu setzen? Seltsam. Ich muss weg. Okay. Barry, bereust du irgendwas? Abgesehen davon, dass fast die Erde zerstört wurde, weil ich den Fall gewonnen habe? Ich glaube nicht. Wissen Sie, da hat es nicht aufgehört. Danach gab es diesen ganzen Medienhype und der war echt hart. Nun, Barry, es braucht schon eine gewisse Persönlichkeit, um mit dem Ruhm und den Wünschen der Medien klarzukommen. Die Probleme eines Lebens vor der Kamera, die ständigen Interviews, der Druck, immer absolut umwerfend aussehen zu müssen. Es verlangt wirklich viel von dir. Eigentlich meinte ich nur die Gerichtspressetour. Ich zeig's Ihnen einfach. Komm schon den ganzen Weg rein und wir fliegen, wir fliegen. Also erzähl uns mehr, Barry. Barry, erzähl uns, wie du dich während der Verhandlung gefühlt hast. Was? Oh, klar. Meine Damen und Drohnen von der Presse, dies ist eine Gerichtsverhandlung in der Welt der Menschen. Und vor diesem Gericht sind alle Wesen gleich und müssen angehört werden. Und genau das habe ich getan. Hier gestanden und unseren Fall präsentiert.
Einspruch, Euer Ehren! In Anbetracht der Tatsache, dass Mr. Benson ein nichtsnutziges Insekt ist, das die verschiedensten sogenannten Beweise ausgegraben hat und meine so sorgfältig ausgearbeiteten Pläne zur Übernahme zum Scheitern verurteilt hat. Nicht zu vergessen, dass er dieses Gericht und unser heiliges Rechtssystem lächerlich gemacht hat. Ich plädiere daher auf Einstellung des Verfahrens. Das Verfahren kann nicht eingestellt werden. Wir haben fair gewonnen. Außerdem tagt das Gericht überhaupt nicht. Ah, aber genau da irrst du dich. Ich bin der Richter, die Geschworenen und der Henker. Irgendwelche ruhigen und gewichtigen letzten Worte, Benson? Ja. Lauft! Ich meine, fliegt! Ich verachte euch alle! Könnte ich etwas Hilfe haben? Zu schade, dass die Justiz dir nicht günstig gesinnt ist, Biene. Jungs, kommt schon, wir stecken da zusammen drin. Wenn wir diesen Kerl gewinnen lassen, was sagt denn das über unsere Art aus? Sind wir Bienen oder Schlüsselbänder? Schlüsselbänder! Nein, wir sind Bienen! Hey, er hat recht, wir sind Bienen! Genau! Na los, schnappen wir ihn! Außer dir, du Schlüsselbandtyp! Yay! Juhu! Hurra! Geschafft! Der war nicht so hart. Es ist vorbei, Montgomery. Der Einspruch wurde abgelehnt. Es fing mit Honig an. Aber beinahe hätte es die ganze Welt zerstört. Könnte es wieder passieren? Die Antwort könnte Sie schockieren. Bleiben Sie dran für den letzten Teil meines Interviews mit Barry B. Benson. Ich bin Jeanette Chung. Hi, Barry. Hör mal, mein Produzent besteht darauf, dass ich dir diese alberne Frage stelle. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber keine Sorge, ist ganz harmlos. Ich bin noch hier, um Fragen zu beantworten, oder? Schießen Sie los. Gut. Warst du dir über das empfindliche Gleichgewicht des Ökosystems zwischen Bienen, Blumen und Menschen im Klaren, als du deinen selbstsüchtigen, tollkühnen Kreuzzug begonnen hast? Tut mir leid. Im Rückblick muss ich sagen, ich habe Mist gebaut. Aber es hatte auch etwas Gutes. Ach, wie das, Mr. Untergang? Nun, ich denke, jede Biene hat nun gelernt, wie wichtig sie ist. Nicht nur für den Bienenstock, sondern auch für die Welt um uns herum. In Wahrheit ist jede Biene, von der Pollencrew bis zur Fabrikdrohne, eine Königin. Ich meine nicht wie... Sie wissen schon, wir sind alle etwas Besonderes. Verstehe. Nun, da der Honigfall geklärt, die Konspiration vereitelt, Montgomery seiner Strafe zugeführt und die Welt gerettet wurde, wohin führt der Weg von Barry B. Benson? Sie wussten, was ich eben meinte. Ich wollte nicht sagen, dass ich Königin sein könnte. Ich hab's verstanden. Was kommt nun? Schauspielerei vielleicht? Ach, ich bin kein Schauspieler. Ich meine, ich bin recht witzig, aber ich könnte sicher keine echten Emotionen spielen. Ein paar letzte Worte für unsere Zuschauer, Barry. Nur, dass das alles ein echtes Abenteuer für mich war. Und das wünsche ich jeder Biene und jedem Menschen. Euer Leben soll immer ein Abenteuer sein. Der Wunsch nach einem Abenteuer von einem, der eben erst ein ordentliches hinter sich hat. Nun führen wir Sie live nach draußen mit Aufnahmen von Barry und der Pollen Crew, während Sie die Welt retten. Was? Live? Das ist unglaublich. Oh, Moment. Jetzt kommt wohl das Nachgespielte, oder? Du bist auf Zack. So viel zur Magie des Fernsehens. Sie sahen Neuwaben am Abend. Eine Gesangsanlage am Klavier. Danke, Leute. Mach den Countdown nächstes Mal eine Sekunde länger, Hell. Ich brauche elf, verstanden? Und Sally, es sind 2 Löffel Honig in meinem Kaffee, Schätzchen. Alle anderen, die ich nicht heute Abend feuere, sehe ich dann morgen früh. Tata!